die ehemaligen Salinen. Wie auch an anderen Orten zwischen den Mündungen von Orne und Seine hat man hier lange Zeit Salinen betrieben. Vor der Erfindung des Kühlschranks war das Salz ein wichtiges Produkt, unersetzlich bei der Lebensmittelkonservierung, insbesondere von Fisch. Die Archäologie weist die Existenz alter Salinen vom Anfang des 1. Jahrtausends vor Jesus Christus bis zum gallisch-rumänischen Zeitalter nach. Sie stehen im Zusammenhang mit Änderungen des Meereswasserspiegels, der in dieser Epoche besonders stark angestiegen ist. Historische Quellen bestätigen den Fortbestand der Salinen für den Folgezeitraum im Mittelalter und für weitere, damals als modern bezeichneten Zeiten unter der älteren Staatsform. Zu Zeiten Herzogs Wilhelm des Bastards und seiner Nachkommen im 11. und 12. Jahrhundert besaß Merville eine wichtige Salzgewinnungsstätte in Escanneville. Die Abbaye de la Trinité, Abtei der Dreifaltigkeit, oder die Abbaye des Dames in Caen erhielt deren Erlöse. Das untere Tal des Flusses Dive war damals reich an Feuchtgebieten unterschiedlichster Art. Brackwasserlagunen, Torfzonen, Bereiche mit Meerschlamm, das heißt einer Art sandigem Schlick. Die Salinen stellen eine der Nutzungen der Ressourcen von Boden und Wasser dar. Durch ihre Einrichtung ist auch eine Ära der Trockenlegung der Sümpfe gekennzeichnet. Die Art der Böden und das Klima der Normandie erlaubten nicht, die Verdünstungsmethode einzusetzen, die für die weiter südlich gelegenen Salzsümpfe charakteristisch ist. Man wandte also das Siedeverfahren an und setzte Techniken und Einrichtungen ein, die im Laufe der Jahrhunderte weiterentwickelt wurden. Im Frühjahr waren die Strände großen Gezeitenströmen ausgesetzt und die Sande luden sich mit Salz auf. Im Sommer zogen die Salzbauern die Flächen mit dem Havo ab, einer Art großer Harke. Mit diesem so gewonnenen Material, dem Sablon, füllten sie einen Graben, den sie mehrfach spülten, um die unerwünschten Stoffe zu entfernen und sie eine konzentrierte Lake hatten. Diese Salzlösung wurde dann in Kessel auf einem Herd zum Kochen gebracht, wo das Wasser verdampfte, sodass man anschließend die so gewonnenen ziemlich weißen Salzkristalle ausschütten konnte. Aus unterschiedlichen Gründen gingen die Salinen allmählich ein. Die Salzsteuer ab dem 14. Jahrhundert, der Hundertjährige Krieg, die steigenden Produktionskosten, Unwetter und Konkurrenzkampf. Im 19. Jahrhundert verstärkte man die Trockenlegung der Sümpfe und veränderte das Landschaftsbild ganz entscheidend durch die Intensivierung der Landwirtschaft. Braksümpfe, Süßwasserfeuchtgebiete, Auenlandschaften, heute werden diese Naturräume ihre Bedeutung für die Ökonomie und Ölökologie wieder entdeckt. Die bewirtschafteten Sumpfflächen werden heute beweidet oder als Anbauflächen genutzt. Man erntet dort das Heu oder baut Getreide an. Die Nutzbarkeit ist gewährleistet dank der regelmäßigen Pflege der zahlreichen kleinen Kanäle, die die Flächen durchziehen. Die Jagd auf Wassertiere erfolgt mit Hilfe kleiner Hütten, die man Gabionen nennt und die am Rand kleiner Wasserflächen angelegt werden. Neben den Wasservögeln, die hauptsächlich nachts in den Gabionen gefangen werden, weist die lokale Fauna eine klassische Zusammensetzung auf. Füchse, Hasen, Nutrias, Bisamratten, Wasserhühner, Turmfalken, Waldtauben, Fischreiher und so weiter.
Auch die Flora ist teils vom Wasser geprägt. Schilf, Iris, Sumpfdotterblumen, aber reich an Wildkräutern. Beinwell, Ranunkeln, Margeriten, Butterblumen. Weiden, Pappeln und Weißdorn bilden die Baum- und Strauchvegetation.